Ja, das letzte Benjamin-Spiel. Das Reporterspiel. So. So. Ah, natürlich Neustädter der Zeitung, das größte Gebäude in der Stadt. Ja. Fast wie das Arbeitsamt in Hahn. Oder wo das ist. Um ein neues Hagen, Spiel, ne? Zu Hagen, achso, Hagen, nicht Hahn. Oder in einem. Ja. Klasse. Viel Spaß in Neustadt. Werde ich nicht haben. Frau Kolumna, ist der Artikel endlich fertig? Och, Carla. Ich dachte, die schreibt da auf einer Schreibmaschine. Oh, was ist denn das? Ja, das sind andere Leute, die auf einer Schreibmaschine so schreiben. Und du, dass du heute bei mir frühstücken darfst. Das Telefon ist nicht angeschlossen. Ja, hier Benjamin Blümchen. Herr Blümchen, Sie sind zu Hause. Aber natürlich, ja, wo denn? Kolumna. Ach so, ja. Ist ja eigentlich ist ja ständig unterwegs. Sie müssen mir helfen. Ja, wie denn? Heute Morgen sind uns leider die Artikel für die morgige Ausgabe der Zeitung davongeflogen. Alle? Davongeflogen? Ja, alle. In den Urlaub? Boah. Nein. Ein Windstoß hat meinen Schreibtisch leergefegt. Frau Kolumna, dann müssen Sie alles nochmal schreiben. Wie das eben, das wäre keine Frage, sondern einfach... Ja, dann müssen Sie alles nochmal schreiben. Ich muss unbedingt noch die Modeseite fertigstellen. Und da wollte ich Sie bitten... Aber natürlich, Frau Kolumna. Ja, Carlos Kolumnos. Also passen Sie auf. Im Museum steht ein nagelneuer Dinosaurier. Den sollen Sie fotografieren. Ein richtiger Dino? Nein, nur das Skelett, du Otto. Wo denken Sie denn hin, Herr Blümchen? Otto, du Otto. Selbstverständlich nur noch das Skelett. Und dann brauchen wir ein wunderschönes kleines Fotochen von der Entenfamilie auf der Insel im Stadtpark. Ja, die ist wichtig. Ja. Wie niedlich, kleine Entchen. Außerdem wünscht Herr Professor Hagekorn einen Bericht über seine Wetterstation. Und dann, warten Sie, dann benötigen wir unbedingt eine spannende Reportage über einen Feuerwehreinsatz. Ach so, ja, die benötigen wir unbedingt. Ich schicke Ihnen gleich den Zeitungsjungen vorbei. No, der bringt Ihnen meine Ersatzreportertasche mit dem Fotoapparat und einem Notizblock. Wenn Sie fertig sind, treffen wir uns im Stadtpark. Und denken Sie daran. Ach so, ich dachte, ich soll einfach ins Büro von ihr vorbeikommen oder so, ne? Sensationell. Bis dann, Herr Blümchen. Ja, im Notfall einfach den Feuerwehreinsatz provozieren. Na klar, Benjamin, das wird spannend. Glaube ich auch. Da nehme ich noch Zuckerstückchen für unterwegs. Boah. Und ich ein Brötchen. Das wird der Zeitungsjunge mit der Tasche sein. Und dann gehen wir am besten in den Stadtpark. Der war aber echt gute schnell. Idee. Der liegt nämlich genau in der Mitte. Dort können wir unsere Reportage beginnen. Hey Benjamin, guck mal, da ist noch jemand. Hallo, du bist ja auch im Stadtpark. Toll. Sag mal, hast du Lust, mit uns zu kommen? Na klar. Prima Idee. Wir können deine Hilfe bestimmt als Investigativreporter von der Bild. Viel mehr Spaß. Das finde ich toll. Ah, okay, da haben wir die Allee, wo... Ah. Die Allee. Ach, Kastanienallee anscheinend. Ach so. Okay. Ja, Neustadt, die Stadt der Piktogramme. Hier können wir sehen, was in der Tasche ist. Ah, unser Inventory. Sind auch wieder Zuckerstückchen, die Benjamin nie isst. Ich hoffe mal. Zuckerstückchen. Das heben wir für später auf. Und den Brötchen, da muss dann die Enten mit, wenn das ein Verbot ist. Gut, dann gehen wir jetzt auf die Enteninsel. Oh. Das ist der Ententeich. Also ich finde, man sollte mal darüber berichten, wie vermüllt der Neustädter Park eigentlich ist. Ja. Ja, ne, nehmen wir mal die Kamera. Den können wir jetzt vielleicht gebrauchen. Die sind zu weit weg. Wir müssen näher ran. Ob der mich aushält? Also mich bestimmt nicht. Vielleicht kann man so auf die Insel kommen. Zeigst du mir, wie ich rüberkomme? Ja, zwangsweise, ne? Das war zu weit Och, weg. Otto. Das war gar nicht noch genug dran. Nochmal.
So, warten, bis das bei dir ist oder so. Klasse, es hält. Super, ich kann stehen. Schnell weiter, das hält. Ich finde es immer schön, wie die es anscheinend echt in Ordnung finden, dass das hier so vermüllt ist. Also. Super, ich kann stehen. Ich glaube, das war der. Oder? Also, okay, ja. Aber der kann halt schlecht auf die Flasche. Das war zu weit weg. Oder vielleicht doch. Kannst du das nochmal versuchen? Kannst du mal probieren, auf der Flasche zu stehen? Es hält. Ich glaube, irgendwie nicht. Ich kann stehen. Nee, ich glaube, du kannst eher stehen, fast in der Mitte oder von da. Es hält. Jetzt fotografieren. Das war zu weit weg. Ja, deine Tasche. Du hast vergessen, deine Tasche mitzunehmen, ist das Problem. Deswegen wollte er auch so schnell rüberspringen. Ja, der wollte zu seiner Tasche springen, das ging dann nicht. Das war zu weit weg. Mist. Zusammen schaffen wir das schon. Das ja, du bist ja der nass wird, ne? Ja. Das war Mist. Zu weit weg. Das heißt, der Fahrt sich immer wieder ändert. Also, nochmal. Ich meine, die bewegt sich halt generell dann, ja. Klasse, es hält. Super, ich kann stehen. Schnell weiter, das hält. Klasse, es hält. Schnell weiter, das... Otto, okay. Enten sind weg. Ach Mensch, Otto. Wir können sie hier später gebrauchen. Jetzt musst du die mit dem Brot locken. Vermutlich. Oder? Mal sehen, kann vielleicht ich... Vielleicht mit diesem Napf, oder was ist das nicht ein Napf? Sollen wir später wiederkommen? Das ist unser Aufgabenzettel. Also diesen Napf da anklicken. Welchen Napf? Ja, da ist das nicht ein Napf, der da vor dem... So. Der ist leer. Sicher haben die Entchen bald wieder Hunger. Die Enten werden ja auch extra gefüttert anscheinend. Wir können sie hier spät. Das ist unser Aufgabenzettel. Ja gut, gehen wir erstmal woanders hin. Ja, anscheinend hat unter die Enten einfach vertrieben, weil er zu nah dran gesprungen ist. Ja, der ist auch direkt vor die gesprungen, ne? Ja, dann... Ja. Dann gehen wir doch mal zur Wetterstation. Gut, dann gehen wir jetzt in die Wetterstation zu Professor Hagelkorn. Da ist ja niemand, Otto. Wo Professor Hagelkorn wohl ist? Was machen Sie denn hier? Wir machen für Frau Kolumna eine Reportage über Sie und Ihre Wetterstation. Ihr seid hier eingebrochen. Ach, die Wetterstation. Ja. Ich verstehe das nicht. Nie bleibt das Wetter so, wie ich es angekündigt habe. Ich sehe, wie er es mit seiner Maschine... Ja. Nie bleibt das Wetter so, wie ich es haben will. Jetzt ist sie wirklich kaputt. Dann machst du die Maschine einfach kaputt. Ich traue mich schon gar nicht mehr aus dem Haus. Ich ernähre mich schon seit Tagen von den Keksen meiner Schwester. Boah. Können wir vielleicht das Brot das können geben? Wir hier nicht das sind meine Zuckerstücken. Den brauchen wir später. Zuckerstückchen sind viel besser als Kekse. Können wir noch was anklicken? So, mal sehen. Ah, okay, wir können die Enten beobachten. Toll. Ja, das macht Professor Hagelkorn so, weil er kann ja nicht mehr in den Park gehen, wo er immer spazieren geht. Das sind alles Beschwerdebriefe. Haben Sie eigentlich eine besonders enge Verbindung zu Hagelschauern, Hagelkorn? Wenn Boah. Das hier so weitergeht, werde ich auswandern. Und was der Bürger ja, dann mach doch. Den ausbleibenden Stadtnamen hält, können Sie sich ja denken. Siegfried Sauer. Die sind aber nicht nett, die Leute. Irgendetwas ist an meiner Wettermaschine kaputt. Aber ich weiß nicht was. Da muss ich doch was machen lassen. Bestimmt. Ja, hast du schon mal überlegt, das Ding zu untersuchen, was da abgefallen ist? Zuerst jetzt muss ich aus meine Maschine. Ein Werkzeugkasten. Oh, okay. Kann man das... Nee. Wo liegt da rechts eigentlich? Das ist doch eine Mutter, oder? Ah, Tatsache. Der ist aber ziemlich wackelig. Oh. Sie haben den Regler repariert. Das war, ja, das war einfach. Deswegen und da ist er nicht selber drauf gekommen. Oder zu wenig Sonne gegeben. Ich danke euch. Seine Wettermaschine, ey.
Wie kann ich mit der das Wetter kontrolliert? Ich möchte euch etwas schenken. Die Keksdose meiner Schwester. Ah, damit können wir die Enten hervorlocken. Da liegt ja nur die Dose. Nee, nicht die. So ein schönes. Ja, jetzt haben wir aber nicht über ihn berichtet, jetzt Mensch. Ist der nicht mehr traurig? So richtig für die Zeitung, oder nicht? Wir haben ihm wirklich geholfen. Das wird ein interessanter Artikel mit dem tollen Bild. Haben wir das jetzt abgehakt, oder? Ich frage mich, hast du jetzt überhaupt ein Bild gemacht? Den können wir jetzt gebrauchen. Unser Bild für die Zeitung. Oh. So war er gerade gar nicht. Ja. Okay. Das ist unser Notizbuch. Ja. Hier waren wir schon. Da sollen wir zu den Entchen. Auf die Okay. Ich fände ja schön, wenn das durchgestrichen wäre oder so, aber... Gut, ja, die lachen doch schon aus, weil er ins Wasser gefallen ist. Gut, dann versuchen wir es. Das kriegen wir auch so hin. Die Entchen, Otto. Das Foto. Ob der mich aushält? Also mich bestimmt nicht. Da hinten ist übrigens ein Steg. Kann man so auf die Insel kommen? Zeigst du mir, wie ich rüberkomme? Ja, muss ja, ne? Klasse, es hält. Schnell weiter, das hält nicht lange. Das war leider nicht schnell genug. Ja, das war ein Druck. Aber vor allem, Otto schwimmt von da hier hin zurück dann. Ja. Schnell weiter. Klasse, es hält. Otto, ja, echt mal, der stampft da voll rum. Die Kekse. Jetzt können wir die Kekse nehmen. Die Kekse. Jetzt können wir die Kekse nehmen. Vielleicht ins. Hallo? Jetzt können wir die Kekse nehmen. Ich weiß nicht, wie. Sicher haben die Entchen bald wieder Hunger. Die Jetzt können wir die Kekse nehmen. Die Jetzt können wir die Kekse nehmen. Kann Otto die vielleicht nehmen? Nee. Jetzt können wir die Kekse nehmen. Also wie ich Benjamin kenne, würde die einfach fressen, während Otto darüber kommen muss. Ja. Jetzt können wir die Kekse nehmen. Die sind aber super, das war genau die richtige Idee. Den können wir jetzt gebrauchen. Schön mit Blitz natürlich. Ja, bitte füttert Enten nicht mit Keksen. Ja. So, das wäre geschafft. Das hast du toll gemacht. Nur weil Benjamin sich nicht artgerecht ernährt, muss das nicht für andere gelten. Ja, aber ins Museum. Nein! Hast du das gehört, Benjamin? Ja, Otto. Was war denn das? Ein Nein. Es kam von da. Halt! Hier geblieben! Komm zurück! Das ist aber komisch. Guck mal, Otto. Ein Kätzchen. So richtig zum Streicheln. Ich glaube, wir sollten uns hier mal umgucken. Hä? Also gehen wir jetzt doch nicht zu dem Dinosaurier, weil da jetzt ein Knochen fehlt. Und gucken uns lieber die Katze im Busch an. Dann gehen wir jetzt in die Kastanienallee. Ja, die einfach nur Piktogramm-Kastanienallee. Hilfe! Hilfe! Ey! Ich will runter! Guck mal, Otto, da oben! Das ist ja ein Feuerwehrmann. Der steckt mit seinem Korb fest. Warum hat er den Korb denn ausgefahren? Das können wir ihn erst fragen, wenn er wieder unten ist. Wir müssen ihm helfen. Terra! Hört sich an wie ein Motor. Gut, dann. Die bewegen sich ja. Bestimmt kann man damit etwas steuern. Muss voll runterknallen lassen. Ich verspreche Ihnen alles, was Sie wollen. Aber machen Sie mich hier heil runter!